Upsa. So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zoborok. Ach du Schande, hier ist es ja auch voll. Das war schon immer voll. Aber der Zug ist so groß, da kriegen wir keinen zweiten ran. Dann müssen wir hier was von dem abklemmen. Dann lassen wir da zwei Züge, weil das können wir nicht aufmachen, ne? Der Plattenzug. So, sag mal, der Plattenzug, pass mal auf, wie viele Züge, pass mal auf, Sekunde. Machen wir Pause so kurz mal eben. Ich muss mal kurz gucken, wie lang ist denn der Zug. So. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4 Wagen. Der Wagen ist, der hat 8 Wagen, ne? 4, 5, 6, der hat 7 Wagen. Okay, jetzt machen wir 4 Wagen würde gehen. Weil mehr Platz haben wir nicht. Wenn wir nämlich hier noch ein, das hat ein zweites, hier ist ein zweites Gleis dran, natürlich. Hier können wir noch ein zweites Gleis ranfummeln. Zweites Gleis. So, fupp. Da wird noch ein zweites Gleis rangehen. So. Du brauchst noch einen Verpacker und auch einen Entpacker. Richtig, Danny. Also da, das wäre nicht das Problem, dass man einfach die Leute damit per Helikopter hinfliegt. Das würde funktionieren. Dann kann man die überall nutzen. So, pass mal auf. Hier können wir auch zwei Züge fahren lassen. Da muss der nur kurz einmal in die Werkstatt. Da sagen wir hier 4. Wir können sagen 5. 1, 2, 3, 4, 5 Züge. 5 Wagen würde gehen. Dann würden wir das hier vorne irgendwie verkabelt kriegen. Das würde gehen. Müsste irgendwie gehen. Wir hoffen mal schwer. Auch mein Freund. Das ist unser Mann. Den schicken wir mal kurz in. So, dahin. So, zack, hier und zack. So, ja, ist klar. So, den schicken wir mal dahin. 5 haben wir gesagt, ne? Walter, der will. Ach, so stimmt. So habe ich das gar nicht gesehen. Kannst mal sehen, du. Beim Zova, da kann man noch was lernen. Oder im Streambar auf jeden Fall. Da sind massenhaft Leute da, die so viel Ahnung haben. So, pass mal auf. Zack. Und kriege ich den hier ran? Zu scharfes Kürfchen. Okay. Schon mal nicht so dolle. So, vielleicht jetzt? Eventuell? Ist das... Ja, das ist drin. Super. So könnte es passen. Und ich würde auch sagen, so nehme ich das hin. Bezahl das mal mit. Ja, Dollar, Rubel, ich weiß egal, ich spiele keine Rolle. Wir nehmen alles. So, pass mal auf. Mix-Signale. Und zwar. Warte mal, wie rum haben wir es? So rum, ne? So rum. Richtig? Ich glaube ja, ne? Jetzt das nehmen wir mal weg hier. Braucht er nicht sein. Dann haben wir die beiden und können wir 5 Container dranhängen. Ich habe versucht, die Container zu einem Hafen zu bringen und von da aus den verschiffen ins Ausland. Per Zug. Muss halt nur das richtige Schiff haben, natürlich. Man braucht den Containerschiff, ne? Die laufen als Fahrzeuge, die Dinger. Okay, pass mal auf. Das müsste der richtige sein. So. Jetzt haben wir hier 2 Plätze. Jetzt müssen wir davon mal. Was ist hier unser. Da. Da ist er. Wir brauchen noch einen Zug extra. Den will ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Nehmen wir einen anderen. Wir kaufen 9. Ja, wir haben es noch. Was soll's. Elektrolox. 120, 100. Was? Wir haben nichts mehr. Das ist, warte mal. Das müssen wir hier selber. Wir müssen selber produzieren. Wir haben ein kleines Problem. Wir können hier nicht. Wir haben so eine lahmen Krücken. Das geht nicht. Ach, das geht nicht. Sowas können wir nicht arbeiten. Das können wir nicht arbeiten mit. So, hier, warte. Bauplan, wie Produktion sein. Hier, zack. Den brauchen wir. So. Bau die großen, schnellen Loks, weil die, ist das auch die gute? Ich glaube ja, ne? Warte mal, da. Ist das auch die gute? Mal gucken hier.
5100, ja. Ist sie. Gut, haben wir. So, dann nehmen wir halt die hier. Die werden wir umbenennen. Die kriegt einen neuen Namen. So, was haben wir jetzt gesagt? 1, 2, 3. Was haben wir jetzt da? 1, 2, 3, 4. Mal zurück. 5. So. 5 sagen wir, ne? Jetzt müssen wir nochmal 5 andere haben. Güterwagen. So. Offene Waggons. Was geht nach auf? 79 Tonnen. 70 Tonnen. Ich glaube, das waren die hier, ne? Ja. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 5. Warum müsst ihr den untersten immer? So. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So. Das ist unsere Lok, Plattenlager und Zollamt. So, jetzt sagen wir mal. Liniendetails anschauen. Da ist sie. Die Linie. Unsere Linie. So, neuen Lager hier. Zack, die fährst du jetzt dahin. Jetzt haben wir 2 Linien. Sehr gut. So. Hü, fahr los. Jetzt müsste die schon mal Platten drauf haben. Läuft. So. Und die andere fährt auch gleich los. Natürlich jetzt nicht, weil kein Freisleis. Kennst du ja, ne? Kein Freisleis. Nein, da ist kein Freisleis. Nein. So, jetzt aber. Hü. So. Ich will ja mal mitfahren. Ich möchte da mitfahren. Ich möchte das mitfahren. Zum Plattenlager. Mit der Hoffnung, dass auch alles funktioniert, so wie wir es denken. Weil es nicht funktioniert, ne? Wenn es nicht funktionieren sollte, dann ist das schlecht. Ich meine, wir müssen auch ein bisschen haushalten. Ne? Nur 205 Millionen, das ist ein bisschen knapp. Ich glaube, wir sollten auch die nächste Geldquelle mal erschließen. Ich muss hier mit den Bäumen noch was regeln. Das ist ja furchtbar. Achtung, Achtung, es müsste passen. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Brems, Brems, Brems. Alter, der ist aber auch Hoffnung, dass es wirklich bremst hier, ne? So. So, beide passen super rein. Beide sind gleich voll. Ach du Himmel. Da würde noch ein Waggon mehr ranpassen. Ist ja der Hammer. Ich hätte ja. Gut. So, der wird jetzt immer beladen, dann sind die Wesen weg. Das ist gut. So, wie ist das mit hier unsere. Ach, guck mal hier, Ziegelsteine. Dieses Ding ist voll. Wo ist unser Ziel? Das Ding ist auch voll. Wo ist unser Ziegelsteintransportzug? Wo ist der denn hin? Lass er doch. Der ist auf dem Weg zurück. Der ist auf dem Weg zurück. Der müsste ja irgendwie gleich hier ankommen, wa? Gleich ist ja relativ, ne? Gleich ist relativ. So, was hast du mit? So, warte mal kurz, stopp. Da müssen wir mal kurz gucken, wie platzmäßig das aussieht hier. Wo war es jetzt? So, pass mal auf. Ich muss mich erstmal, wo ist denn das hier? Wo ist denn? Ich finde mich nicht mehr zurecht hier bei uns. Hier oben ist es so. Ach Gott. Herrgott nochmal. So, hier geht's vorbei. Hier haben wir 2. Also wir könnten theoretisch einen Zug nur damit machen und einen Zug nur mit dem hier. Zement. Aber ich fürchte fast, die LK-Wagens, die schaffen das nicht rechtzeitig hier runter. Das Ding ist auch voll, ne? Und wieso ist denn hier 1150 drin? Und hier nur? Ich glaube, wir haben verkehrten Zementwagen gebaut. Tonnen. Stimmt, wir haben den... Das war eine Kopie.
Die aber genau, stimmt. Die konnten wir nicht nutzen. Die konnten wir nicht nutzen hier oben, weil die keinen direkten Zugang hatte. Die hatte nur per Förderband. Das ging schon mal nicht. Deswegen haben wir die gebaut. Stimmt. Stimmt ja nicht. So war es auch. Jetzt hätte ich gerne noch einen extra Zug, der noch mehr Ziegelsteine wegfällt, weil das ist voll. 2800 Tonnen liegen da rum. Aber das Problem ist, wir haben keinen Zug mehr. Wir haben keinen Zug dafür. Keine Lok. Die sind alle vergeben. Und wir können keine neue kaufen. Weil nicht mal im Westen kriegst du so einen guten Kram. Zement. Die laufen nur mit Diesel, die Dinger. Die laufen nicht mit Strom. Da drüben im Westen. Warum sind das vor allen Dingen, warum sind das hier Züge aus woher? Aus der USA und im United Kingdom. Aber ich glaube, das sind auch welche, das ist aber auch, glaube ich, ein Mod, ne? Die ich mal selber runter. Hier, die habe ich selber runtergeladen. Steht doch bloß da. Die ist ein Download. Aber im Original hast du echt nur. Ja, die USA-Karre, ne? Sonst hast du nichts. Ich meine, das soll ja auch noch gerne werden. Da sollen noch mehr westliche Fahrzeuge und sowas reinkommen. Das ist ja, das haben wir auch schon gesagt, ne? Die Entwickler. Da soll ja auch noch was passieren. So, Fragezeichen. Wir brauchen jetzt mehr solche Loks. Das ist ganz wichtig. Weil die wir haben, die sind zu langsam. Die sind schon wieder raus aus dem. Ja, die sind schon. Die Kisten sind schon zu alt. Der Strom ist nicht, also nicht mehr schnell, sondern langsam. Komisch, also früher haben sie schnell geliefert, jetzt nicht mehr langsam. Irgendwie kommt das doch nicht alles hin. Irgendwie ist das doch, das müsste doch umgekehrt sein. Erst fangen wir langsam an und dann wird es immer schneller. So einen Zug brauchen wir nochmal. So. Wo ist er jetzt denn? Steht irgendwo bestimmt rum und. Der musste bremsen. Das war das Problem oder was? Oder wie? Der schleppt natürlich auch nicht was mit sich rum, ne? Was haben wir denn hier? 337 Tonnen. Leer. Also leer jetzt, ne? Das muss doch schon wieder bremsen, oder was? Fahr durch! Jawohl, so ist es. Wie gesagt, den können wir auch nochmal in Gang kriegen, dass wir hier noch einen zweiten haben. Den hatten wir ja mal. Aber ich glaube, den haben wir auch rausgenommen, weil wegen die Steineproduktion. Wir brauchten nicht so viele Steine. Und mit den Platten genauso. So viele Platten brauchen wir nicht. Deswegen haben wir den ersten zweiten fahren lassen. Also wie gesagt, da können wir noch ein mehr einbauen. Und schon wieder dunkel. Schon wieder dunkel. Aber hier löppt das, ne? Mit zu wenig Leuten. Das ist zu wenig Leute. Wir haben immer noch zu wenig Leute. So. Kunststoffe, wo werden die denn gekarrt? Greenhouse, was haben wir? Vertriebsbüro ist da. Was fahren die weg? Die fahren nur Chemikalien weg. So, die Jungs. Greenhouse. Fahren auch nur. Ach, die fahren hier was hoch, natürlich. So, nächster. Verteilte. Stahlmechanik, Chemieplast, die fahren beides weg, sogar Plastik. Vertrieb Elektro. Sternstadt Vertrieb, was haben die? Kleidungslager, Chemieplast, was fahren die? Beides. Alles, was geht. Alles, was gebraucht wird. Gut, aber pass mal auf, da müsste doch hier irgendwo Plastik sein. Kunststoffe. 23 Tonnen von 93 Tonnen. So, müsste hier auch sowas sein, ne? Kunststoffe 38 Tonnen. Und hier 74 Tonnen. Guck mal da. Das wird noch fleißig verteilt. Also das wird noch hin und her gefahren. Da können wir nicht drin rumfuschen. Wollen wir irgendwie auch nicht. So, hier oben hat Plastik. Das läuft. 17 von 20. Gut, das haben wir runtergedreht, ne? Stimmt, haben wir runtergedreht. Können wir auch wieder raufdrehen? 30 Mann. So, was haben wir hier?
Da ist auf der Vollgas. Vollgas, wenn ich da jetzt 500 Leute drin hätte, das wäre der Hammer. Aber haben wir leider nicht. Ach, leider nicht. Na gut, können wir nichts mehr machen? Wir brauchen mehr Leute. So, jetzt haben wir uns festgefahren. Wir haben noch nichts gebaut. Noch nichts gebaut. Wir sind immer noch am Meckern, dass wir hier zu wenig Leute haben. Aber wir haben zu viele Baustellen hier. So, wie ist das hier? Mal schnell gucken. 53 von 250. Wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Touristen wieder abdüsen, ne? Warte mal, wo war es jetzt hier? Da muss ich hin. Zack, zack. 3.0, 3.2. Sehr gut. So. Vorzeitig bei 0. 0. Was haben wir gerade? 25 April. Das ist doch super. Zurückkehrende Touristen. 1.100. Letzten Monat. Sowjetische Touristen haben 30 vorzeitig beendet. Aber warum denn? Dieses Jahr. 358 letztes Jahr. Ich meine, es geht noch, ne? Wir hatten 12.000 Touristen. Nein, 15.000. Jetzt probieren wir hier insgesamt. Da 12.400. Sowjetische Touristen. Wir hatten... kam in die Republik 7.000 etwas. Dieses Jahr 3.900. Letzten Monat 950. Es geht aber nach oben, ne? Es wird mehr. Es wird mehr. Huah. Das ging aber fix hier. Mein Gott. So, stehende Leute. Auf jeden Fall keine Touristen. Den nimmt er auch nicht mit, ne? Nee, nimmt er Arbeiter mit. Da kommt ein Flieger rein. Hat 84 Touristen an Bord. 84! Mögliche Opfer. So, hier noch einer. 105! Was haben unsere Schiffe eigentlich? Da müssen wir auch mal gucken. Ach, wo sind sie? Die fahren alle wieder weg. Na gut. Naja, lass sie mal fahren. Oh, was ist denn hier los? Ich traue mich gar nicht so richtig zu gucken, weißt du? Dann ganz plötzlich, oh, es steht alles. Ach du Schande. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute. So, wie sieht's hier aus? Immer noch so viele Arbeitslose, 42 ohne Job. Ich meine, das kommt schon in die richtige Richtung hin, ne? So langsam geht's. 9, 12, 11, 17. Was hast du mit 29? Sind wieder 50 die Anzahl der Schüler. Schüler haben wir auch so viele, ne? Ach, wie kriegen wir den Schüler weg? So, sind hier noch irgendwie hier. 41. Letzte Chance zum Kaufen. Dann ist Feierabend. Dann gibt es nichts mehr. Dann ist Ende im Gelände. Schluss mit lustig. Wo ist denn die kleine Kartoffel? Da ist die kleine Kartoffel. Da ist sie. 109. Und drei Touristen. Siehst du, fährt eisern hin und her hier. Kennt nichts. Da dürfen bloß nicht zu wenig Leute sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. So, wir brauchen mehr, mehr Arbeiter hier. So, wie bauen wir das am besten hin? Wir haben ja gesagt, hier wäre noch Platz für eine Reihe mehr. Hier hinter würde gehen. Die können auch überall hinkommen, theoretisch, ne? Oder? Ist das hier gerade ein bisschen knapp? Nee, müsste klappen. Das müsste gehen. Mit Hoffnung. Also, ne, die stirbt ja auch, kennt ihr jetzt, ne? Zuletzt. So. Aber dann haben wir ein Problem mit dem hier. Genau, das wollen wir auch noch machen. Dass die Lebensmittel hier wegfahren. Was haben die zu tun? Das ist Sternstadt M Vertriebsbüro. Was machen die? Shopping Mall, Kneipe fahren sie an. Fertigung. Wie fahren wir denn hier? 10. Kleidungslager, Hof, Fleischexport, Sternstadt Warenhaus. Oh, das ist das hier oben, ne? Wo ist denn O? Ist das hier? Das ist C. Sternstadt N. Wo ist denn O? Da, Osten. Darf ich da hin? Echt? Was macht er denn da? Ach, das Warenhaus. Der fährt das Warenhaus an. Hier, Alkohol besorgen. Schnappes, wir brauchen Knöpf, weißt du, Lebensmittel neu entladen. Und Warenhauslippe mit Lebensmittel neu beladen mit Waren. So. Das ist super.
Das ist super. Das läuft. Das können wir denen ja auch sagen. Fahr doch mal die Waren hier hin. Dorthin. Das ist Warenhaus Lebensmittel neu. So, mal schauen. Lebensmittel neu. Wo ist das jetzt hin? Kleines, la, 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 la. Lebensmittel neu. Entladen. Wenn ich den jetzt sage. Lebensmittel neu. Pass mal auf. Das ist Warenhaus. Pass mal auf, das ist Export, ne? Gebäude. Waren Export. Flug. Hafen. So. Das wäre das hier. Dann könnten wir nämlich da noch Lebensmittel verfrachten, die ja auch noch wegkommen. Wenn wir denen jetzt sagen, guck mal, auf den nehmen wir noch dazu. So. Jetzt sage ich euch einfach mal, scroll runter, scroll runter, scroll runter. So, hier. Beladen mit, Quatsch. Warenhaus Lebensmittel neu. Das ist das. Da. Zack, entladen. Und zwar hier. Können die auch noch hinkarren. So. Weil dann können wir nämlich noch... Jetzt muss ich bloß das angeben hier, ne? Pass mal auf. 83 Tonnen, 103 Tonnen. So. Kann das mal dahin. Dann können wir die Sachen nämlich auch noch wegfahren. Ich hoffe, die fangen gleich an und fahren das weg. So. Richtig? Wo muss ich jetzt mal gucken? Pass mal auf. Hof 2, Warenhaus, Lager neu. Flughafen, Speicheroption 100. So. Fahr los! Komm, fahr los! Los jetzt! Nun mach! Ach, hier ist ein Kühlwagen. Der Kühlwagen macht ja nichts, ist klar. So, die anderen sind im Stress. Dann können wir das nämlich auch wegfahren, sozusagen. Das Essen, oder wegfliegen sozusagen, ist es auch weg. Dann schaffen wir auch ein bisschen mehr Platz. Weil Lebensmittel sind genug da. So, das kriegen wir locker hin. Das haut hin, das kriegen wir hin. Ja, wir sind gut. Das weiß ich, wir sind also die Besten der Besten. Apropos, hier drüben passen auch Gebäude hin. Was nehmen wir denn da? Soll ich solche Plattengeschichten hier bauen, so wie diese hier? Oder was haben wir sonst noch? Wir können mal schauen. Wir können mal schauen. Pass mal auf. Was haben wir denn hier? So. Wohnen. Das sind die Altbaugeschichten. 120 Leute passen da nämlich rein. Das wären Ziegel. Da brauchen wir Ziegel ohne Ende. Waterfront Villa. Das sind alte Villen. 120 Mann, das ist natürlich jetzt nicht der Burner. Das ist, wenn man praktisch arbeiten will, braucht man sowas Großes hier, ne? Sowas hier. Da hier, 231, solche Jungs. Ich will da nicht so eine Riesentürme hinstellen. Eigentlich nicht. Aber ich meine, die passen schon, ne? Die sind schon optisch, naja, aber das passt schon. Wo ist denn hier der Anschluss? Da ist ein Anschluss. Das ist immer genau da, wo das Schildchen ist, wo man nichts sehen kann. Am liebsten so dicht wie möglich hier ran machen, ne? Das wäre eigentlich optimal. Ich baue die mal dahin. So, eins. Bisschen Abstand halten, zwei. Bisschen Abstand halten. Bisschen Abstand halten. So. Wir ziehen das ein bisschen auseinander. So, dahin, zack. Müsste dahin ja dann nochmal umgebaut werden. Der hier, das passt mir noch nicht so. Ich gefällt mir nicht. So, gut, da. Was war das? Ach, das war der Fußweg wieder im Weg. So. Fußweg weg. Und das nochmal. So, ne? Hier ist es schön mittig. Passt. Ja, da sind die gleich am Bauen, ne? Könnt ihr gleich mal loslegen. Dann sehen, ist das auch fertig. Dann können wir da schon mal richtig loslegen. So. So, der auch hier runter, ne? So, zack.
So. Hier nochmal runter. Wir können noch theoretisch da ran, ne? So, so auf. Zack. Zack. So. Passt besser. Und hier nochmal runter. Wupp. Läuft doch. Das kann gleich fertig gebaut werden. So. Siehst du wohl. Neue Gebäude. Erstmal drei. Also, ne? Ganz dezent. Bloß kein Stress, ne? Also, die sind, glaube ich, am Arbeiten, ne? Oder? Nee, noch nicht. Warum nicht? Jungs, was ist los? Ich baue die mal fertig hier. So. Und da, ne? So. Bau, die siehst du, sind im Gange. Alles klar. Lob läuft. So. Haben wir wieder drei Türmchen mehr. Das sind auch schon wieder sechs. Was ist da rein? Was war das? Was geht da rein? 231. 690. 690, man fällt gar nicht auf bei. Wie waren wir denn jetzt pro Mutti wohnen? Was waren das hier? 2000. Ach, fällt gar nicht auf. Ach, fällt gar nicht auf. Naja, gut. Aber das ist wieder ein kleiner Schwung mehr an Arbeitern, die wir haben. Ich meine, wir hätten hier noch Platz, ne? Oder hier hinter. Dahinter wäre da auch noch Luft. Ach, wir bauen dahinter auch nochmal. Ach, wir bauen dahinter nochmal. So, pass mal auf. Hier hinter nochmal. Was ist hier los? Benötigt flaches Land. Was? Wie? Ist auch dunkel, ne? Also wir können fast nichts sehen. Also ich, ne? Schwatt wie die Nacht hier. Wir werden mal kurz ein bisschen begradigen hier. Ganz dezent. So. So, ein bisschen natürlich das hinbauen. So, sieht gut aus. So. Zack. Am besten... Passt das am besten hin? Egal, schief ist schief, ne? Da spielt keiner Rolex. Nochmal so direkt dahinter. Zack. 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 So. So. Nochmal ein paar Fußwege dahin bauen und dann passt das schon. Hier noch mal ran. Und möglichst... Das geht schon so, ne? So klappt das. So. Siehst du wohl. So. Bau das mal fertig. Hühü. Upsala. Upsalat. So. Und das hier auch gleich... Warte mal, nee, 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 nee. Da. Ah. Na, komm her. Dahin. Den hier auch. So, fertig. Sechs neue Gebäude dürfen gebaut werden. Ihr wisst, ne? Ihr kennt das. So. Dann haben wir da nochmal ein kleines neues Viertelchen. Das ist doch großartig. Haben wir das auch. So, hier waren vielleicht rausgefahren, wird reingefahren. Hier wird reingefahren. Super. So, die Flugzeuge, die hier so verbunden sind. So, was für Flugzeuge sind denn hier? Die beiden beladen mit. So, pass mal auf. Du kannst auch das noch mitnehmen. So. Jetzt fahren die auch noch ein bisschen, oder fliegen sie auch ein bisschen Lebensmittel weg. Investen. Wir müssen da ja unterstützen. Wir, das ist so, ne? Wir müssen einfach mal Unterstützung geben. Weil die nur nagen da am Hungertuch und wir haben hier reichlich, deswegen müssen wir da was tun. So, was kriegen wir denn mit bei uns? 114 Tonnen, 16 Tonnen, 17 Tonnen. Mehr ist nicht drin. 11 Tonnen Essen und 8,4 Tonnen Elektronik. Wir verdienen 60.000 knapp. Na gut, haben oder nicht haben. Haben oder nicht haben. So, was hast du mit? 77 Touris. Und er hier? 100 genau.
Das ist doch großartig. Warum fährt er wieder nicht hier rauf? Weil... Ich guck lieber nicht hin. Ich guck da lieber nicht hin. So, hier sind keine Besucher. Was machen wir? Wir haben unsere Eishockeyhalle. Die müsste fertig sein. Die ist auch fertig. Keine Besucher. Nein. Keine Besucher. Leider nicht. Ach, das ist so schade. Aber na gut. Kann man nichts machen. So schade. Was? 53 Arbeitslose? Ja, das ist, weil wir das Ding gesagt haben, wo sie hin sollen, ne? Dann nehmen wir es mal weg hier. So. Das müsste ohne gehen. Müsste ohne gehen. So, hier, Kindergärten. Kindergärten. Ja, es klappt schon. Fried hat schon recht. Wegen der Ladekapazität sind die Cargo-Luftfahrzeuge für hochwertiges, nur für hochwertiges Fliegen, ja, damit es sich lohnt. Ist richtig. Aber wir haben ja da einen Überschuss und der kann auch weg. Also bevor wir das hier vergammeln lassen, muss ja nicht sein. Ne? Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich, wenn man so will. Und jedes Mal einen Zug an- und abstellen ist ja auch doof. Dann kann man das genauso gut so per Luftfracht wegfliegen lassen. So ganz still und ganz langsam, ne? Also so tolle große Sachen haben wir ja nicht, so denke ich, ne? Also Elektronik ist auch ziemlich schwach und da waren ja auch Klamotten jetzt noch drin, die sind auch nicht da. Ich weiß gar nicht, wie das mit Klamotten aussieht. Was haben wir hier an Waren denn drin? Kleidung, nur 6, 7 Tonnen knapp. Da sind auch so wenig Leute, was ist denn hier los? Ja, hier fehlen überall Leute, ne? Hier fehlen überall Leute. 11 Arbeiter. So, hier sind auch wieder tonnenweise Leute, ne? 400. Das geht hier alles, ne? 34 nur noch hier. Die werden auch schön weggeschafft. Elf, 12, 13. Komm, jetzt mach voll. Mal sehen, was er mitkriegt. Mach mal drinne, mal gucken. 31, das ist natürlich echt ein Witz, ne? Fahr da nochmal hin. Los, fahr da nochmal hin. Weil es so schön ist. Nehmen wir die letzten nochmal mit. So, 65. Na gut, immerhin. Haben oder nicht haben. Haben oder nicht haben. Das die, ne? So. Was haben wir hier jetzt drin? 359. 65. Das Ding ist voll. Ne, hier ist ein bisschen Platz. Das, da passt noch was hin. Von 809, hier, 800. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass unsere Tourismusgeschichte langsam ans Rollen kommt hier. 3,0, 3,1. So langsam kommt es hier. So langsam kommt das hier. So, sind die schon wieder auf dem Weg zurück? Ich will mal gucken, was für Schiffe hier so schaffen. Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Ach, er ist gerade auf dem Weg, immer noch rein. Ah. Wir das irgendwie hinkriegen? Überschuss ab in den Container damit und in den Westen exportieren. Auf dem Landweg per Zug geht nur in den Osten. Ja, ich weiß. Ja, aber wenn ich das in Container transportiere, das muss ich ja dann wieder per Schiff machen. Das muss ich ja per Schiff transportieren. Per Schiff. Containerhafen. Pass mal auf. Containerhafen. Wo war das jetzt hier? Hilf mir. Hafen. So, Hafen für Containerfahrzeug. Das ist das Teil. Ist ja sehr also dezent groß. Fast nicht zu sehen, also ganz klein. Dezent. Benötigt flaches Land.
Nicht nach Wasserborn. Ja, warte nur. Entweder oder. Ist schon schwierig genug. So. Kann dieses Gebäude. Das Gebäude muss im Wasser. Kann ich im Wasser gebaut werden? Muss im Gebäude. Kann ich. Wie, warte nur. Okay, das müssen wir ein bisschen ändern. Frage ist nur, wie kriegen wir das am besten hin, dass wir da die Containergeschichten. Das müssen wir hier oben anbauen. Komplett. Dass wir hier einen Containerhafen bauen. Das könnte man machen. Wir haben hier so viele furchtbare Ideen. Furchtbare Ideen. Das nehmen wir in der nächsten Folge vor. Da sage ich doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr mal, was am Kanal gerade los ist. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mögt. Ja, bis dann.